Jo, liebe Leute, wir sind da mit einem weiteren Yu-Gi-Opening und zwar... Wir haben es nicht lassen können. Wir haben uns nochmal eine Team besorgt, ein beziehungsweise Case. Der Heisenbert hat ja so die letzte, was wir gehabt haben, so gegönnt und da hat er sich dann gesagt, so, er holt sich noch eine von dem Ganzen, wir haben sein Händchen, schauen wir mal, ob wir das wieder rausholen können, das heißt, richtig. Wir haben wieder ein Case von ihm bekommen. Case, Wahnsinn. Und wieder schauen wir, 36 fette Booster. Ob wir da wieder so Hits ziehen können. Um in der Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollen, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren, haut rein. Da sind wir. Da hast du wieder das große Stück. Ich würde sagen, du machst das wieder auf, schneidest wieder rein. Ja, das war letztens. Glück, weil das hat Glück braucht. Ja, es ist nämlich nur der Cut, wie man es aufmacht, das entscheidet schon, was drinnen ist, gell? Im Ganzen. Mhm. Und wir werden diesmal gleich vom Beginn weg das Ganze schnell öffnen und die Booster uns rausnehmen. Ja. Und ihr werdet dann diesmal nur die Hits sehen, quasi, also nur die Secret Rares, Ultra Rares und die guten Pools. Und dieses ganze Common Verlesen werden wir sich ersparen, weil die Karten haben jetzt schon mehrfach gezogen, die kennen wir schon alle immer auswendig. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir da rein, machen wir die auf. Genau, und wir sehen sich gleich. Da haben wir die wunderschönen 36 Booster, ja, sind ja Wahnsinn. Aufgeteilt, jeder und mit einem Schere, Stein, Papier. Okay, machen wir den Anfang, danke. Okay. Genau. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Der Meister hat mich absolut zerrissen. Mhm. Und deswegen sage ich, ich nehme das Booster. Oha. Und ziehe Forbidden Droplet oder dann ein Pott. Dann nehme ich das und das ist auch ein Pott. So, zwei Pots ziehen wir jetzt. Genau, wir haben ja gesagt, wir gehen ja nur die Pools durch und da fangen wir schon mit der Moonlight Gin an. Ja, beginn gleich mal mit deinem Geistermädchen. Ja, Wahnsinn. Dann mir Eddie Knister. Dann haben wir Zexal Construction, immer ja, ja natürlich. Dann haben wir Soul Energy Max, drei Ausrufezeichen. Oh. Ah, hätte weiter funktionieren können. Und Rainbow. Was haben wir dann noch? Die Magic Spirit. Beparotu. So, Eraser Laser. Da ist jetzt der Eraser Laser. Haben wir immer gehabt haben. So, Book of Eclipse, einfach. Book of Moon nur für zwei Tage, wenn einem das Karten. Dann Machina, Ruin Force, dann Heavenly Sephir Miradora. Eigentlich eine coole Handtrap. Sollte man sich auch vielleicht dreimal ranholen, das Playset. Dann haben wir Rebuilder und wir haben Ready Fusion. Ja, wir haben beide falsch prediktet. Hm. Ich habe prediktet, dass ich in den Eraser Laser ziehe. Eraser Laser. Ich habe gesehen im Augenwinkel. Flo Wanderis 3. Herrst, da gibt's bei Family Guy auch immer einen Strauß, der was immer auch so dumme Geräusche macht. Haha! Oh. Er macht auch immer so dumme Sachen, schaut genauso aus. Strauß. So, dann Contract with the Abyss, dann Abyss Keeper. Oh, das ist Déjà-vu. Immer hinterher. Déjà-vu. Und Evil Dreams, Trouble Sunny. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht ein Ding kommt, ein Droplet. Ja, wirklich. Aber ich schaut meine Hand auch. Das letzte Case vom Heisenbert, das war ja brutal. Also das war ja, und wer das noch nicht gesehen hat, schaut sich das an. Da oben vor allem. Ja, geht's zurück und schaut sich das an, was da in einem Case drin war. Also abnormal. Ghost Mourner and Moonlight Chill, Sunavalon Daphne, dann Dark Infant Edignista, Dogmatica Genesis und wir haben schon wieder Ghost Ogre, Snow Rabbit. Geht schon wieder los, das erste Geistermädchen in Secret Rare. Also die Augen schauen brutal aus mit dem Effekt, zeig's her mal. Wahnsinn. Sehr cool. Org. Nicht umsonst ein Psychic, ein Psycho, ne? Psychic Energy! Oh, es ist wunderschön, die Karte. Brutal. Richtig schön. Na bitte. Das war die Farbe von Blue Eyes. Nein, geh auf. Ja, nein, die hat die Serie Farbe, der Blader. Dann Baby Mutragon, dann Danger Destruction Destroyer, na Dispotenz, was Disorder, weil er komplett falsch gewesen und dafür habe ich an Drummadug! Na Gwanda! Ah. Oh. Ja, wir haben eine Vorvergangenheit. Eine Vorvergangenheit, von nämlich vor der Vergangenheit waren wir noch. Ah, dann haben wir jung. So, rote Rakete, Starman.
So, so lachst bei roter Rakete. So. Weiß ich nicht. SA der Tremora. Magical Cylinders. Synchro Overtake und Lightning Storm! Wahnsinn! Abnormal, was ich da schon wieder rausziehe. Wahnsinn. Es ist doch so. Die Karten kostet mehr als wir Team. Wirklich, Lightning Storm, so wunderschön. Und ich finde es auch cool, weil Lightning Storm, die Karte, ja, wenn, die wird man ewig spielen und ist im aktuellen Format auch nicht so schlecht. Für Backrow Removal. Oder allgemein als Second-Karte, Boardbreaker. Und ich werde mir die trotzdem cool nicht hinten rein tun, diese April-Karte. Okay. Okay. Z wie Pegasus Twin Saber haben wir da. Dann Trapix Kulare. Und ein Nebira. Was? Nukular? Was Nukular, na, Kulare, ja. Aber das ist schon wieder auch ein Nebira. Nebira. Und was haben wir dahinter? Ein Threshold Borg. Und Alupa, jetzt haben wir den erstes Mal. Stimmt, den dritten noch Case, nicht, ja. So. Und der dürfte auch Shortprint sein. Ja, die kann, mein, ich auch Käse gut. Ja, finde ich auch gut so, dass der, weil der wird wenig gezogen, auch von anderen Influencern. Also der ist wirklich eher stark. Shortprint. Ja, wie gesagt, finde ich gut, weil den gab es ja schon mal in Secret Rare und aber das wir ist haben ja das es andere in Ghost. Ja, genau. Also ich finde das normale Secret ein bisschen besser, weil das sind halt die Strahlen so von rechts oben oder links oben in eine Richtung und Prismatics ist halt links nach rechts und gerade und runter und immer in so einem Dingsamat. Aber ja, Raute. Aluba oder Hashtag. Sehr cool auch mit dabei. Allgemein ein Pack auf Nibiru, Aluba. Für ein Pack, ihr habt es in einer Box, drei Packs, das war halt echt nicht schlecht. Echt nicht bad. So, Binary Blader, Ghost Sister, Spooky Dogwood, dann haben wir da den Dragon Shell, der Mansion Chief da mit dabei. Und Ghostbell, Haunted Mansion, abnormal, das geht schon wieder los. Sind wir wieder zwei Eschloss am Start. Das geht schon wieder los. Da hat der heißen Pferd schon mit der ein Playset, auch von einer wunderschönen Secret Rare Ghostbell, das ist ja echt nicht. Ghost Reaper with the Cherries, dann haben wir die Slower Swallow, dann Reinforcements of the Army Troops, Threshold Borg, und was haben wir da? Branded Opening. Ja, verbranntes Opening. Ja. Ja. Schon wieder urstark die Ausbeute. Wahnsinn. Es geht schon echt schon wieder los. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also diese Tin. Ich meine, vielleicht flasht es mich auch nur so, weil die Karten halt vor allem extrem teuer waren und sehr spielstarke Karten sind. Das alles auf einem Haufen zu das sehen. Das ist sehr gut, dass sie es machen. Ja. Dann können, sehen sie mehr Play und man. Weil dann sind die ganzen 50 bis 100 Euro Karten jetzt halt nur noch 10 bis 30 Euro Karten. Aber ja, und die Leute können es mir spielen. So, Screams of the Branded, Magic Cylinders, AI Meet You, Scrap Raptor und... Ashblossom. Wahnsinn! Hexe. Das ist ja echt heftig. Schon wieder alle drei Geistermädchen oder Lightning Storm. Das ist... Wie ich noch sah? Nein. Abnormal. Okay, ich habe es auch schon gesehen. Okay. Ich habe es auch nämlich schon gesehen, wenn ich ehrlich also bin. Also da wären wir da jetzt... Ein bisschen Sorten. Das ist cool, das sind so alle Ding. Dann nehmen wir das hier, ein Shifter, vielleicht ziehen wir da nochmal einen... Was heißt da vielleicht? Ein Dark Ruler noch dazu, dann kommt da der Dark Ruler her. Und da haben wir dann die... Das schon mal wieder für die Mitte. Also das ist doch schon wieder echt krank. Frechheit. Echt krank schon wieder. Die Dogwood haben wir da. Das nächstes. Hört nicht auf, es hört nicht auf. Jedes Booster so. Dann Banger dabei. Dark Infant at Ignister. Und Forbidden Droplet! Kiwi! Wahnsinn! Wahnsinn! Was da schon wieder liegt! Der ist mit Tina selber wie letztes Mal. Droplet Lightning Storm in einem Ding schon wieder. Krank! Krank einfach nur! Ja, dann. Dann tun wir das. Du hast extra gerade vorhin sortiert. Ja. Ich glaube, da kommen noch ein paar gute nämlich her. Ja. Den Aluba eigentlich gehört da in die Ohrerei. Gefällt mir auch. Hätte er nicht jetzt den Ghost from the Past, den extremen Master Ribbon bekommen, dann wäre das ja eh noch immer eine bessere 10 bis 50 Euro Karte. Ja. Aber leider ist leider, ja. Ich weiß gar nicht, war das eine Team grad? Ja, fix, es war eine Team grad. Krank. Einfach nur krank. Wahnsinn. So, Samuel Cross Breed, dann haben wir Palatoy Cambroster. Synchro Overtake, dann ein Elvain und Dual Towers. Endlich einmal, wirklich, es ist endlich mal ein Booster, ohne wirklich einen Banger, dass du sagst,
Heftig. Was wird denn da aufgefüllt? Hopp, nehmen wir dran. Flo Runder is Stree. Dann Dagmari Etiknista Dogmatica Genesis. Dann Breath of Acclamation. Und Underworld Goddess. Ist aber nicht so bad. Underworld aber ich will Goddess, endlich. Ja. Weißt du, was ich endlich sehen will? An den Pot, ja. Ich will endlich einen Pot sehen. Einmal nur damit wir gesehen haben. Ja. Einmal cool damit. Aber wir haben jetzt so viel aufgemacht. Wir haben jetzt jede Karte aus dem Set gezogen, bis auf einen Topf. Der fehlt uns noch. Stimmt, verbieten Droplet, Ash Blossom, alles. Alles, wir haben alles gezogen. Pegasus Twin Saber, White Knight of Dogmatica, Dark Eye Nightmare, Baby Mud Dragon und Forbidden Droplet. Okay. Glaubt man doch nicht. Mit so einer Playset. Das ist doch nicht normal. Noch ein Forbidden Droplet. Also wirklich krank. Schon wieder eins. Du hast noch so. Nein, jetzt bist du gefunden. Du hast Ash Blossom und Lightning Storm. Zwei Droplets, das müssen wir nebeneinander legen. Das dürfen wir gar nicht verstecken da. Ja. Da wäre Blazed brutal. In das einem Ding. Finishing Move. Trotzdem, alleine nur das jetzt schon wieder da. Warrock Skylar. Dann haben wir The True Sun God und Arm Dragon. Okay, das Level 7 noch. Aber zwei Forbidden Droplets. Brutal. Das ist echt krank. Gott sei Dank auf Video, oder? Gott sei Dank. Nein, nur die erste Reihe. Nur die erste Reihe, was da liegt. Das ist schon wieder. Das ist nicht normal. Nicht normal. Wann kommt vom heißen Wert das Essen, damit wir so ziehen werden. Ghost Sister, Spooky Dogwood, Lifetoon Lilla Treat, Flow on the Reese, Entugan, Dragon Lark, Paranoid. Wir haben wieder noch eine Ghost Bell. Das ist doch Wahnsinn. Das fand ich auch schon wieder. Schon wieder. Dann wollte ich letzte Woche nochmal noch verbieten, Droplet gehabt. Leider Droplet. So, Trapix, Gluaria. Dann High Ritual Art. Dann der Man Eater Bug. Dann Heavenly Cypher Mirodura. Und die Trouble Sunny. Trouble Sunny. Der YouTube-Channel, ich feier das so sehr. Wir haben jetzt wirklich noch das halbe. Jetzt sind wir genau bei der Hälfte. Ja. Ja, wir haben noch so viel. Ah, da kommt ja die andere Karte her, wenn wir es noch ziehen. Wir haben noch so viel. Ja. So, wir haben. Halbzeit. Beast King Unleashed, Ghost Reaper, Winter Cherries, Manny the Bug, the Breaking Ruin God und. Was ist denn Gott? Let. In Lord of the Heavenly Prison, auch wieder ein guter Hit. Ja. Und Branded in Red, auch die beste Rare, die man ziehen will. Haben wir jetzt das erste Mal, glaube ich, heute gezogen. Heute das erste Mal, ja. Was habe ich im nächsten Booster in Radiant? Radiant vs. Viridian, die ganzen Radiant-Pokémon. Dann Life Twin, The Frost, dann Apex Predation, dann Lina the Lightjammer, Lustrous und Link on into the. Ah, das war das Reigns. The Reigns. This is the rhythm of the calling Reigns. The calling or the falling? Falling. Aber es ist halt eh Klassiker, wer kennt's. Hätten eigentlich Musiker werden sollen. Ich sag, wir. Ist ja nicht so, dass wir es wir nennen jetzt den Channel um auf die Klassik-Sänger, die Musiker. Die brutalen. Warrock Skylar, Conjunct Drift, The Abyss und. Wir haben wieder Evil Twin, Trouble Sunny. Haben wir den nicht gehabt? Ja. Das ist zweimal. Der Musiker Donante. Moonlight Chill. Eine Moonlight Chill. So. Aus welcher Zeit sind wir? Mit welcher Musik sind wir aufgewachsen? Kinder der 90er Blumenmaschine. Und wir haben schon wieder 2-2-2. Ja. Wahnsinn. Weißt du, was da noch als zweites fehlt? Noch eine Ghost, eine Ash Blossom. Ja. Also. Also. Ja, zum Glück hat sich der Heisenberg dreimal Structure gekauft, wo die Ghost, die Ash Blossom mehr drin war und die Ghost Bell. Hat sie ausgezahlt. Hat sie ausgezahlt. Ah, wie du übrigens feiergierst. Wenn man es in. Nein, weil dort war es in Common halt drinnen. Die Ash Blossom. Ja,
Aber jeder für die teuerste Karte. Und ja. Und jetzt hat man es da dabei. Das in nicht. Secret in schöner. Und er hat sogar jetzt schon ein Playset. Ja, Wahnsinn. Binary Blader, vielleicht ziehen wir wirklich noch eine Spaß im Flow. Und der ist 3 Branded Bond. Dann den Dragon Shell und wir haben ZS Ascended Sage. Da kommt man auch unbekannt, von welches Set war denn das? Boah. Welches Set? Lightning Overdrive? Aber da war da glaube ich ein Ultra Rare. Okay. Bild ich mein. Flow Wander is empty. Dann Screams of the Branded. Dann. Wait a lot. Tribegate, Beer Broom, the Bramped Ramper. Wahnsinn. Der Bramped Ramper. Dann Soul Energy Max 3 Ausrufezeichen. Oh. So was finde ich halt cool. Ich meine, man will jetzt gar nichts mehr ziehen. Das Einzige, also man braucht ja nichts mehr. Wir haben alles an Playsets gezogen, alles mehrfach. Es geht einfach nur, dass wir einmal gesehen haben im Pot. Es geht einfach nur darum. Wir wollen einmal im Pot. Wir haben ihn außer eine. In Topfen. Eine in Starlight Rare haben wir die nie gezogen. Schauen wir mal, vielleicht haben wir doch mal Glück. Unfrangle Level 10 Sprite Blessing und Crossout Designator. Und das Pendulum Treasure. Also da war er wütend. Die Frost haben wir wieder von den Life Twins. Dann Trap Tricks. Apex Penetration. Ah, nicht Penetration, Predation. Rebuilder. Und Greater Polymerization. Wir haben noch 6 Booster. Ja, wie ich in Lust 5 bin. 5 Nummer. 11 Chancen noch. So 11 Chancen noch auf einen Part. So, Beast King Unleashed, ZW Pegasus und Nibiru. Auch einen zweiten und Spread Blessing. Und wir haben Roxrose Dragon. Sehr schön. Das Artwork ist so schön. Das gefällt mir so gut. Wirklich cool. Na dann. Ja, und die Bier auch wieder mit dabei. Sagt man auch nicht nein. Na. Haben wir den aber noch gar nicht? Masquerade, der Blazing Dragon. Dann haben wir den. Schaut aus wie so ein Woodside-Krebs. Ja. Komm, Roaster. Das sind alle diese. Oh, Dagruder, da haben wir. Ja, kommt der da oben. Fehlt uns noch. Dann. Sehr geil. Earth Chant und Link into the Rains. Jetzt will ich aber wirklich, jetzt will ich ihn auch schon 10 im Pot. Jetzt will ich ihn ich auch will schon ihn einfach nur, wenn man 10. Einmal. So, wir haben Ghost Reaper, Winter Cherries, ZS Arms Sage. Haben auch noch jetzt das erste Mal gezogen, die Pharaonic Guardian Sphinx. Stimmt, die haben auch noch kein einziges Mal gehabt. Und Heretic of the Light. Und wir haben Tribeed Kid. Bleibt der Pot. Wo bleibt der? Wir haben so gute Hits auch schon wieder. Aber naja, das ist eh was. Beast King Unleashed. Dann Ghost Sister Dogwood. Hey Sister Ghost Sister. Ich habe jedes Mal dasselbe im Kopf. Und? Schon wieder der. Aber er ist eine coole Sache. Bitte mal Top, bitte. Ja, Top, bitte. Eh Spaß am Top, bitte. Hat er wieder links im Kopf, aber. Jetzt tue ich schon wieder die rein. Was ist mit mir? Jetzt wird der Zucker. Ich trinke jetzt auf einen Pot. So, wir haben Goki Finishing Move. Dann Flowenderies Empen. The Revived Sky God. Sehr cool. Und dann haben wir Branded Bond. So, come on. Leider. Den Albion the Branded Dragon. Und Parametal Foes Fusion. Ich bin gerade komplett brainhinnig, Alter. Jetzt geht's los. Schau mal da. Du suchst gerade noch so. Es liegt eins daneben oder zwei daneben. Ja, wix. Das ist der auch schon zweimal zu. Wo ist die andere hin? Die Rains? Ja, das ist sicher woanders hingelegt. Wirklich? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Hopp. Upsi. Ich weiß aber nicht warum. So, Eisjade haben wir da. Trimora. Dann Life Dreams, die Treat, dann Arm Travel Level 10. Potti. Und Flow Wanderers. Ach, die Ding, die Map. Ich habe noch mit 3 Booster, du hast nur noch. Zwei. Jetzt wird spannend. Haben wir da nochmal einen Pot dabei? Haben wir die auch schon gehabt? Machina Reinforced. Zeldes Arm Sage. Dann wieder den schönen V. Dann haben wir
Danger, Destruction und Rudy Rose Dragon. Ja, vier Booster nur noch. Vier Booster nur noch. Jetzt das Pack haben wir da. Weil jetzt weiß ich schon fast auswendig beim Rüberdrücken, was ich brauche. So, da haben wir wieder die Radiant. Dann High Red Duel Art. Dann AI Meet You. Der Flow Wanderer ist Toucan. Und das Being Quid. Ja, es will nicht. Es will nicht. Wir werden diesen Channel keinen Pot ziehen. Oder ziehen wir noch einen? Maybe. Maybe. You call me maybe. Meet You. Crazy. Nein, noch nicht. Sag mal. So, wir haben Magical Cylinders. Dann Slower Swallow. Dark Ruler No More. Auch wieder einer mit dabei. Dann Heretic of the Light. Und Blue Eyes Red Dragon. Noch eine. Warum? Einfach noch eine Blue Eyes Red Dragon. Ah, es ist schön. Er ist wunderschön. Er ist mega. Und vor allem einfach, weil er anders ist und ein neues Artwork. Ja, und bei denen, ja. Ich finde es halt schade, dass die unten nicht so ein Special Set gemacht haben mit Jubiläums, wie es bei seinem Dark Magician gemacht haben. Er macht sie gerade zum Super Saiyajin. Ja. Wegen dem gelben Round. Last Pack. Schlagt Magic zu. So, Trap Tricks. Wie Skulo. Last Pack. Ja, bei mir ist schon Last Pack. Will the World Gate. Ich meine, es ist schon mega gut gewesen, die Ausbeute, aber... Nibiru ballert noch, ein Playset. Ein Playset im Ding. Und was haben wir dann auch? Earth Chant. Ach, das ist ja krank. Das Rabbit. Ist doch krank. Stark. Das war wirklich ein starkes Case wieder. Letztes Booster Pack von dieser Tin. Geiles Produkt. Vielleicht werden noch Videos kommen. Mal schauen, kommen viele Produkte, was jetzt release, neues Hauptset, neues Sideset, alles wird released. Drei Nibirus und dreimal die Team. Aber sehr geiles total. Set. Haben wir nochmal zum Abschluss hier einen Topf. Wir haben Life Twin, Kizikil Frost, Pelletzoe, Cambroster, AI Meet You, Stardust Train. Let's go. Machen wir spannend oder ziehen wir gleich ab? Ziehen wir ab. Es wäre spannend, die Ray Diffusion. Keinen Topf gezogen. Insgesamt drei Cases auch gemacht. Aber ansonsten doch, egal ob Deutsch oder Englisch, es war jedes Case sehr gut. Wobei ich auch schon sagen muss: zwei Droplets, Lightning Storm. Dreimal. Zweimal, Blue Eyes mit dreimal dabei. Dreimal Nibiru. Dark Ruler nochmal, zweimal. Wahnsinn. Also richtig, richtig, richtig gute Ausbeute am Ausstück Ray Diffusion. Brutal. Sehr, sehr Leiden. Geil. Zwei Forbidden Droplet ist wirklich. Also hat krank. Sich wieder ausgezahlt für den Heisenbär, dass er sein Glück in unsere Hände legt. So, du schützt uns jetzt was zum Essen. Jetzt mit. Akeba bist drin. Akeba. Aber coole Ausbeute. Ich feiere auch brutal. In Blue Eyes. Er ist schon in die Kurve. Ist wirklich stark. Um in der Zukunft unsere Openings nicht verpassen wollen, wie ihr es seht, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.